Na, mal gucken, wie Julian da rangegangen ist. Mal sehen. Wir sind beim Achtelfinale Nummer 6, Kasa gegen Sensa. Ui, aber da ist der Julian verschnupft, oder? Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber es wird schon irgendwie gehen und wollte mal... okay. Gute Besserung. Achso, ist ja schon vorbei. Wissen, wie es überhaupt zu dieser Paarung gekommen ist? Geplant war das nämlich nicht. Eigentlich lag Daniel Jack in der Qualifikation im User-Voting vorne und es sah so aus, als müsste Sensa ins Mini-JBB. Daniel Jack war schon für Kasa eingeteilt. Ah, deswegen sind so zwei gute oder zwei Leute mit einem gewissen Potenzial oder ne, mit einem gewissen Hype direkt aufeinander getroffen. War nämlich eigentlich zu früh, ne? Mails waren auch schon verschickt und alles war fest, aber dann hat Sensa auf den letzten Drücker doch noch überholt und hat den Platz von Daniel Jack bekommen. Wie ihr wisst, war ich von Daniel Jacks Qualifikation nicht besonders beeindruckt und ich dachte, das wäre ja das perfekte Freilos für Kasa, weil er ja noch nicht so eine krasse Erfahrung hat und dass das eine gute Übung wäre. Aber dann kommt auf einmal Sensa. So viel dazu. Aber kommen wir zur Bewertung. Kasas Video ist ziemlich gut, es gehört auf jeden Fall zum Besten aus dem Hause Gartner. Einziges Problem ist, dass es ziemlich eintönig ist und das von Sensa ist das beste Video überhaupt bis jetzt. Ja, also das ist klar. Video.safe an Sensa. Ne, Video ist viel besser. Also da gibt es halt trotz gutem Video einfach keine Chance. Punkt für Sensa. Punchlines. Kasa hat eine 8-Minuten-Runde. Yippie. Wie mich das... Ja. ...immer freut, wenn ich mich durch so viele Lines kämpfen muss. Kasa hat viele Beleidigungen, aber nicht wirklich Gegnerbezug. So auch zum Beispiel, du bist ja ein Hurensohn, das ist ja Gegnerbezug. Was? Nee, das sehe ich gar nicht so. Ich finde, die Runde hatte recht viel Gegnerbezug, aber viele Lines waren halt nicht so gut, ne? Zum Beispiel zu sagen, du bist ein Hurensohn und das hat Gegnerbezug, hat Gegnerbezug, wegen den Lines davor. Wenn du sagst, du wirst dir voll die Geschichten rausziehen und überlegen und schauen, was du über mich finden kannst, weil du halt jemand bist, der märchenhafte Texte schreibt, ja? Wie ein Spongeboss, weil du halt eine Spongeboss-Kopie bist. Und dann sagst du halt als Antwort darauf, ja, ich, Digga, ich muss gar nicht suchen. Ich sag, du bist ein Hurensohn und das hat Gegnerbezug, hat das Gegnerbezug. Und ich finde auch, der Großteil hatte Gegnerbezug. Also auch diese homosexuellen Lines da, homophoben Lines, wenn man so sagen möchte, ja, die hatten schon Gegnerbezug. Ja, das hat schon gepasst zu einem Sensor, diese Angriffsfläche, die da kreiert wurde. Aber viele wurden halt nicht gut genutzt. Da hätte man weitaus bessere Lines noch kicken können. Hier und da zumindest. Gehen wir nochmal rein. Notenrunde. Yippie. Wie mich das immer freut, wenn ich mich durch so viele Lines kämpfen muss. Aber ich habe damit gerechnet, dass sich diese Mammutrunden häufen würden und sie sind die Alternative zu den Rückrunden. Es ist durchaus gewünscht, dass einfach alles in einer Runde gesagt wird, was gesagt werden kann. Aber es sollte nicht mehr gesagt werden als unbedingt nötig. Mal gucken, wie das bei Kasa so geworden ist. Den Einstieg und so ziemlich den gesamten ersten Part finde ich sehr gelungen. Sensa bezeichnet sich in seiner Quali selber als Model und sieht sich als Schönling, der Weiber anzieht. Das ist natürlich nicht gerade eine sehr männliche Ansage. Und eine perfekte Steilvorlage, um daraus viele Schwuchtel, Model und andere feminine Degradierungslines zu machen. Kasa geht da von Anfang an richtig schön direkt in die Fresse an die Sache ran. Man könnte jetzt sagen, dass er ihn die ganze Zeit nur als Schwuchtel beleidigt. Und das ist auch nicht ganz verkehrt. Aber wie er ihn die ganze Zeit als Schwuchtel beleidigt, ist schön, witzig und ich habe mich köstlich amüsiert. Hat ja bei Neo gegen Janaka auch schon gut funktioniert. Wenn der Gegner sowas hergibt und es authentisch rüberkommt, dann ist das nun mal Gegnerbezug. Es gibt... Ich glaube, dass viele Lines, also vor allem mit dieser, also vor allem im ersten Part, diese ganze Angriffsfläche, heute hat man dazu auch einen ganz anderen Bezug als noch vor 7, 8 Jahren. Heute wirkt es teilweise richtig befremdlich, ja, so diese Anhäufung an Aussagen in die Richtung. Aber damals hatte das eine andere Wirkung, deswegen kann man das auch schwer heute nochmal, ja, aus dem gleichen Standpunkt betrachten wie damals. Leute, gegen die kann man sowas nicht sagen. Wenn Weimar Rolex als Schwuchtel bezeichnet, ist das kein Gegnerbezug. Aber so wie Sensa selber über sein Aussehen redet, das geht locker durch. Und das meine ich eben, ne, an denjenigen, der meinte, dass die Lines keinen Gegnerbezug hätten. Haben sie, also ich finde, das kann man nicht vorwerfen. Die Lines haben schon Gegnerbezug. Das ist auf jeden Fall. Das finde ich, kann man nicht zum Vorwurf machen. Das ist nur zu viel. Direkt die ersten 8 Lines sind durchgehend richtig schön unterhaltsam. Du bist so schön und mit deinem Ego bängst du jede Nutte. Sehr interessant, du kleine metrosexuelle Schwuchtel. Nur was hat das hier zu suchen? Ich zerstöre dich, du Volltrottel. Was willst du hier? Geh doch zu Germany's Next Topmodel. Was ist das bitte für ein peinlicher Trend? Natürlich hast du deshalb auch paar weibliche Fans, du behinderte Tunte. Denn wie man an Sami Slimani sehen kann, stehen Weiber halt auf Internet schwuchteln. Und es geht direkt danach weiter, ohne wacke Lines dazwischen. Ich will nur nicht so übertrieben viel am Stück abspielen, ohne euch dazwischen voll zu labern. Aber krass, dass er den ersten Achter direkt so stark fand. Ich habe das gar nicht so empfunden. Aber vielleicht, weil man Jahre später ein anderes Gefühl zu den Lines hat. So unbewusst einfach, wisst ihr? Die nächsten 8 Zeilen gehen genau in die gleiche Richtung. Augenbrauen zupfen, schwuler bester Freund. Man merkt schon, wie du gewählt, du versuchst dich auszudrücken, sobald es sowas... Ja, es ist schwer, ja, weil du natürlich wenn du dich öffentlich über solche Themen redest, mittlerweile ist es sehr schwer, dann ist wie so ein Minenfeld, auf dem du dich bewegst, ne? Welche Worte sind in Ordnung? Wovon fühlt sich keiner angegriffen?
dass man teilweise richtig so gefühlt so ein Slalom läuft, um irgendwie dieses Thema so gut wie möglich anzusprechen. Ne? Ein Sensor hängt auf Schminkkanälen rum. Erzähl doch nicht, du gehst einen Haufen Frauen rumsen. Ey, du chillst im Weiberklo und bist am Augenbrauen zupfen. Er hat Weiber, doch glaub nicht, dass in der Bude etwas läuft. Denn wie will er sie ficken als ihr schwuler bester Freund? Ich geh auf ne Party, mach mir Bitches klar und knalle sie. Währenddessen chillst du auf dem Schminkkanal von Dagi B, um danach wie ne Frau zu shoppen. Du bist so schwul, selbst wenn meine Mom jeden Mann ficken würde, wärst du damit ausgeschlossen. So, das waren die ersten 16 Zeilen und ich fand jede einzelne Line davon gut. Die allerletzte mit dem Ausschließen war von allen die schwächste, aber immer noch ziemlich gut. Danach gibt es einen Vierer über Sensors Vornamen. Der ja, krass, Alter, dass er das so stark fand, ausnahmslos. Was heißt political correct? Ne? Wir befinden uns mal in einem krassen Wandel und in einem Moment, wenn man das jetzt so als Moment bezeichnen möchte, das braucht natürlich Zeit, aber jetzt so längerfristig gesehen, in dem die Gesellschaft auch krass dazulernt, ne? So Wörter wie POC oder so, das kannte ich damals gar nicht. Für mich war das total normal, zu meinem Cousin, ich sag's jetzt einfach, auch wenn es vielleicht nicht politisch korrekt, keine Ahnung, ob man das darf, ja, aber Schwarzer. Das war für uns voll normal, innerhalb der Familie auch von meinen Cousins, so meine Cousinen, die haben sich selbst so bezeichnet. Das war völlig normal. Mittlerweile bist du halt an einem Punkt, du weißt gar nicht genau, was ist richtig so. Ist es jetzt POC, darfst du schwarz noch sagen oder ist das nicht mehr so? Und das ist natürlich, wenn es dann um sensible Themen geht, schwierig, weil wenn du da nicht voll drin bist und genau weißt, so, Alter, wie sind da die Bezeichnungen, die man wählen darf, ohne dass es da einen gesellschaftlichen Aufschrei gibt, ist das nicht immer einfach. Ne? Also versucht man da natürlich, so gut es geht, die Dinge irgendwie zu umschlängeln. Die schwächste, aber immer noch ziemlich gut. Danach gibt es einen Vierer über Sensors Vornamen. Der Spruch mit Sergei und Sergei ist natürlich extrem alt und ausgelutscht, aber ich finde tatsächlich, dass es trotzdem gut reinpasst. Vor allem wegen dem Schwuchtel-16er davor. Also er sagt die ganze Zeit, wie schwul Sensor alias Sergei ist und dann heißt er auch noch Sergei. Es kommt also trotzdem gut, auch wenn es nicht so sonderlich innovativ ist. Wäre es ein anderer Sergei gewesen und dieser Schwuchtel geht... Ja, ich verstehe auf jeden Fall, worauf er hinaus will. Ich habe die Line nämlich in dem Moment, als ich sie gehört habe, auch gedacht, eigentlich gar nicht so dick, Alter. Die hatte ich früher irgendwie fetter in Erinnerung. Ja, mit diesem Aufbau kann man das schon bringen, aber Sensor hat es natürlich schon gewissermaßen entkräftet, halt, weil er sie halt selbst gekickt hat. Ne? Gegnerbezug wäre nicht da gewesen, hätte ich die Line als schwach und ausgelutscht bezeichnet, aber in diesem Fall habe ich sie gefeiert und sie passt perfekt ins Konzept. Dein wahres Ich wäre nicht cool für die Fans, doch jetzt oute ich dich, du kamst schon schwul auf die Welt, denn deine Neigung wurde damals sehr schnell erkannt, deshalb wurdest du von deinen Eltern sehr gay genannt. Nach dem sehr ausführlichen Schwuchtelanfang ändert Kasa die Angriffsfläche auf Sensors Misserfolg. Auch das hat durchaus Daseinsberechtigung und die Reduzierline danach ist ziemlich gut. Du bist wack und verlierst dich ab, wenn es hochkommt, 10 ganze Tracks. Du machst seit 10 Jahren Rap und kassierst. Reduzier mich doch auf Gio, doch dein Gegner ist hier. Du bist so schlecht, es reicht, wenn ich dich auf dich selbst reduziere. Danach gibt es einen soliden Vorauskonter, der nicht ins Leere geht, weil Sensor sehr viel über Gio bringt, was auch zu erwarten war. Ja, war klar. Ne? Also so, ich glaube 2015 war sowieso noch ein recht krasses Gio-Jahr. Ich glaube, da wird es doch die ein oder andere Line gegen mich geben, Digga. Tief durchatmen. Hey du Hund, du verstehst es nicht. Du erwähnst Gio und zeigst damit allen Leuten nur, wie unkreativ du bist. Du bist jetzt wie eine Hure gefickt. Ich bin der Bruder von Gio, du bist der Bruder von nichts. Danach geht er nochmal auf Sensors Qualifikation ein, in der Sensor ja sehr chillig gerappt hat, was Kasa als Kuschelrap interpretiert und außerdem hat Sensor ja meinen Hund gedisst, was ja auch gut von Kasa nochmal aufgegriffen wird. Die Endline bezieht sich nochmal auf Sensors Misserfolg und sitzt auch... Ja, stimmt. JMC war schlimmer. Ja, JMC war echt krass, ne? Das hat mich ja echt aus dem Leben gebumst, wie oft mein Name da gefallen ist, Digga. Das war nicht mehr feierbar, Alter. Das war mein Turnier, sind wir ehrlich. Eigentlich bin ich da der Hauptprotagonist gewesen. Oder der Protagonist, Hauptprotagonist gibt's glaube ich gar nicht, oder? Was will man sonst gegen Kasa bringen, wenn der Bruder so groß ist? Ja, natürlich. Ist natürlich auch schwierig, ja, das so irgendwie zu umgehen. Natürlich, das ist schwer. Aber alle Drecksnamen vergeben ist auf jeden Fall auch ein geiler Name, Digga. Ich fühle dich total. So geht es mir immer, wenn ich ein RPG anfange. Gio immer vergeben. Ne? Gio Rap immer vergeben. Gio 90 vergeben. So, ich kenne das, Alter. Diese Scheiß mit den Namen, ne? Anstrengend. Hauptprotagonist ist wie tote Leiche, eine sogenannte Tautologie. Auch gut. Ich zerfetze dich, du Schwuchtel, nach dem Track gehst du zugrunde, deine Quali war so wack, willst du battlen oder kuscheln? Ab jetzt schämst du dich für diesen Punkt in deinem Werdegang, denn in diesem Battle bist du der Hund, der sich nicht wehren kann. Also mach mal nicht auf Post, du kleine Bitch, was redest du von Mika, wer bedauern? Doggy-Style gepflegt, du wirst am Mic penetriert, nach diesem JBB kannst du wieder ein Album machen, das kein Schwein interessiert. Es ist echt schwer, Mann. Es ist echt schwer. Das Problem ist, ich glaube, es ist doppelt schwer, weil auf der einen Seite ist dieser ein Großteil der Runde bezieht sich auf so ein gesellschaftlich sensibles Thema
und gleichzeitig ist es noch mein Bruder. Und da tue ich mich sowieso immer schwer, weil ich die ganze Zeit so mich selbst quasi, weil, wie kann ich es am besten erklären, Digga? Weil ich mich so beobachtet fühle und immer das Gefühl habe, so, Digga, okay, ist mein Bruder, ich muss da ganz nüchtern bleiben, damit da nicht der Eindruck entsteht, ich würde ihn zu sehr hochhypen oder so, wisst ihr? Ich glaube, das macht es doppelt schwer für mich, diese Runde irgendwie neutral zu betrachten. Ja, ist halt ja, nicht so einfach. Hatte mal eine E-Mail-Adresse. Dieser Wunschname ist bereits vergeben. Ja, es ist mein Bruder. Ich darf ihn, ja, so ein bisschen halt, ne? Jetzt nicht so extrem, aber so ein bisschen schwingt das halt mit. Das war der erste Part, 36 Zeilen und ich fand keine einzige davon schlecht oder unpassend. Alles hat Gegnerbezug, es wurden unterschiedliche Angriffsflächen genutzt. Trotz der Menge an Zeilen kann man hier nicht von schlechter Qualität sprechen. 36 Zeilen am Stück ohne viel Variation sind vielleicht etwas ermüdend, aber es hält sich noch in Grenzen, wenn die Qualität stimmt. Kommen wir zum zweiten Part nach der Hook und der ist leider etwas schwächer als der erste und dafür gehen die 32 Zeilen deswegen leider nicht ganz so schnell wie die 36 im ersten Part. Die ersten vier Lines sind wieder ziemlich gut. 36 Lines pro Part, Digga. Weil Sensei hauptsächlich Herz-Schmerzmucke gemacht hat und dann auf einmal ein härteres Image aufzieht. Ja, Tabiale Blue heißt übrigens ich L-Worte dich für alle, die es nicht wussten. Ich L-Worte dich, Digga. Warten in der Booth und erzählst etwas vom Biss. Alter, rede keinen Mist, du hast es jahrelang versucht. In der Quali kann man hören, wie du in harten Phrasen fluchst. Doch auf YouTube findet man nur Songs wie ja, Tabiale Blue. Was danach kommt, ist einerseits natürlich legitim, aber nicht, wenn es von Kasa kommt. Er sagt, dass Sansa das ist, was er an Rap so hasst, weil zuerst Schwuchtel-Schnulzen-Mucke gemacht wird und dann auf... Ja, safe, weil das passt gar nicht, weil Kasa hat es selbst gemacht und ich auch. Also ich war ja auch jemand, der mit extrem vielen deeperen Songs und Love-Songs und keine Ahnung, wenn man das so einordnen möchte, ne, da auf seinem Kanal hatte und auch Kasa so. Also. Einmal der Dicke markiert wird, als würde man Laska mit einem Edding bemalen. Gio ist auch dafür bekannt, dass er mal sentimentale Gay-Musik gemacht hat. Also hey, stopp! Mein lieber Freund, ja, stopp. Die mache ich heute noch und die ist geil, Digga. Die ist geil. Ja, an der Stelle Werbung. Gönnt euch Gio Mama, der Song für meine Mama. Super schöner Song, kann ich allen empfehlen. Alles gut, super schöner Song, was weißt du schon? Geiler Song. Da muss ich jetzt einfach mal mich auch verteidigen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also den ersten Vierer dazu fand ich noch okay, aber den danach kann ich ihm dann nicht mehr ganz abnehmen, weil er Gio dann auch hassen müsste. Das mit Entertainment fand ich dann aber wieder gut, auch wenn es darauf aufbaut. Alter, du bist genau das, was ich an deutschen Rap so hasse. Erst Liebeslieder für Mädchen und heute Welle machen. Ey, das ist genauso glaubwürdig, als würdest du eine Maske tragen und dann erzählen, du willst mich mit deiner Axt erschlagen. Dann kommen wieder zwei schwache Lines und dann geht's wieder in Richtung Schwuchtel-Image, was der Sensei ja schon von Anfang an aufdoten will, mit einem kleinen, billigen Magazin-Wortspiel, was aber durch den Gegnerbezug gut funktioniert und die Delivery ist auch gut. Du Homo laberst viel, erzählst etwas vom Krieg, doch schießt du mit Patronen aus dem Modemagazin. Dann gibt's einen Vierer, der relativ Standard ist und wohl als Aufbau für die zwei Lines danach gedacht ist, in denen er sagt, dass Sensa trotz Fame-Features nichts gerissen hat. Alter, guck dich an, dich kennt niemand, mich kennt jeder, du hast nichts gerissen, trotz Features mit Diego und Kollega. Danach gibt es wieder zwei unnötige Lines und danach wieder zwei über Sensas Karriere, die gut sind. Du hast ganze fünf Falten draußen, doch damit nichts erreicht. Der Höhepunkt deiner Karriere wird sein, wie ich dich zerreiß. Egal, wie Kasa aber auch rumfuchtelt, ne, im Video. Die Dschungelcamp-Line fand ich dann wieder wack und danach drehte eine... Ich fand die Dschungelcamp-Line gar nicht so bad, also mit dem Aufbau, aber okay. ...von Sensas Lines aus der Qualifikation richtig schön um und danach geht es ein bisschen auf das Russending, was Sensa auch in der Quali anspricht, was auch wieder gut ist. Durch mich wird wieder einmal Geld verdient. Klick-Garantie. JBB in der RBA hieß das noch Entry League. Du wirst am Mike zerbombt, Schwuchtel, du hast keine Chance. Das JBB ist Entry League und du bist fast nicht reingekommen. Fresse, Bitch, wie willst du mich boxen, du Schwuchtel? Deine Punches gehen eh daneben, du besoffener Russe. Der letzte Vierer ist auch gut, besonders die letzte Line mit der Fahne habe ich gefeiert. Du bist seit Jahren am Rappen, doch so irrelevant. Ich hab nach dem Battle hier wahrscheinlich schon wieder deinen Namen vergessen. Ey, ich schlage den Deppen, ich hab keinen Plan von der Kunde. Doch woher du stammst, würde sogar ich an der Fahne erkennen. Das war's vom zweiten Part. Diesmal sind es 32 Lines, aber trotzdem kommt mir der Part sehr viel länger vor als der erste, obwohl es vier Lines weniger sind. Das liegt leider daran, dass ich hier ein paar unnötige Lines... Ja, mir geht's auch mittlerweile auf den Sack. Also auch der Beat ist ein geiler Beat. Ja, nix gegen den Beat, aber man ist einfach, Digga. ...eingeschlichen haben von 32 Lines, haben nur 20 gesessen. Ich glaube, damals war einfach auch noch so mehr dieses Ding, ne? Lieber so viel wie möglich, alles Mögliche auspacken, was geht, alles Mögliche schreiben, so Quantität vor Qualität, um halt irgendwie, ja, ne, so krass wie möglich zu überzeugen.
Und das Gegenteil ist halt eingetreten. Also erster Part 100% Punchline-Dichte und zweiter Part 63%. Also der zweite Part wirkt gegen den ersten relativ schwach, aber er ist eigentlich trotzdem noch ziemlich solide. Zusammenaddiert sind es immerhin noch 82% Trefferquote für die gesamte Runde bis jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Erstmal gibt es noch eine gute Russen-Punchline in der Hook, die ich gefeiert habe. Und direkt danach im dritten Part sitzen die ersten zwei Lines wieder schön. Er bezeichnet Sensa als abgehoben und macht daraus einen sehr guten Front. Du machst doch männlich, was hier keiner kapiert. Denn in der Regel sind russische Eier halbiert. Man hört mich auf allen Pausenhöfen. Ey, du bist zwar übertrieben abgehoben, doch immer noch nicht auf meiner Augenhöhe. Dann gibt es eine mittelmäßige Line und danach gibt es wieder vier gute Lines. Da ist eine gute Anspielung auf Casey Rebels Track mit Dougie B drin. Und die Line danach ist eine klassische In-dir-stecken-Line, die ich aber trotzdem gut fand. Du sagst, du willst mich im Battle bangen, doch das ist genauso abwegig wie Dougie B zu featuren und sich ein Rebell zu nennen. Du denkst wirklich, du wärst krass, du Lutscher, doch in dir steckt nur Potenzial, wenn du meinen Schwanz im Mund hast. Dann gibt es wieder vier Lines, die unnötig sind. Ja, recht unspektakulär, aber ja, mit dem Aufbau, bla, kann man machen. Stimmt, aber danach gibt es wieder eine Line über Sensas Alter, die ich gefeiert habe. Ey, ich hab nichts gegen alte Menschen, doch mit mir wollen die Kinder Fotos, dir wollen sie lediglich über die Straße helfen. Dann wird es so lustig, Alter. Eigentlich hätte Kasa das auf sich selbst beziehen müssen, so als Altenpfleger. Wie geil wäre das denn gewesen, aus der Altenpflegersicht, so alte Bars? Das wäre, daraus hätte man noch was Geiles, Kreatives machen können. Dann kommen 10 Lines voll mit Standardkram. Die Prinzengeschichte fand ich dann wieder gut, aber ich glaube, man hätte da etwas mehr draus machen können, ist aber mit der Endline insgesamt ein solider Abschluss des Parts. Du kommst mir echt behindert vor, in der RBA machst du auf Gangster, denn dort nennst du dich Sensor mit einem Prinz davor, so musste ich ja... Ja, 28 Jahre alt, ja, natürlich ist das, wenn man es so sieht, nicht unbedingt der K.O.-Punch, so, ja, aber es hat halt irgendwie trotzdem hingehauen, weil der Sensor wirkte schon ein bisschen älter als alle anderen, ne, so rein von der Optik und sowas, ne, das muss man sagen. Der RBA machst du auf Gangster, denn dort nennst du dich Sensor mit einem Prinz davor. So musste ich erkennen, egal ob K1 oder Markus von Anhalt, es sind immer Opfer, die sich Prinzen nennen. Ich kann nur nochmal lästern über diesen Markus von Anhalt, Digga, wie ich den hasse. Ne? Es gibt wenig Menschen, bei denen ich so einen Hass verspüre, wie bei diesem Typen, Alter. Bist du so wie K1 gehatet, deine Runde wird das Highlight der nächsten Fail-Compilation. Spätestens nach meinem ersten Part fielst du wieder ein. Du warst ein Niemand, bist ein Niemand und wirst niemals jemand sein. Die letzten 8 Lines werte ich mal als 4 gute und nicht als 8 gute, weil es halt nicht so überkrass geflasht hat. Dann gibt es noch 4 gute Lines in der Hook, die ich gefeiert habe. Das sind so typische oberflächliche Lines, aber ich fand die witzig. Wer ist dieser frag nicht, Tamini. Wenn du es nicht weißt, begib dich nicht in diese Bubble. Du bist auf jeden Fall, du lebst sorgloser. Ich meine, da kann ganz unterhaltsam sein, ja, wenn ich gerade lese, ich bin reich, dann habe ich auf jeden Fall ein lustiges Bild im Kopf. Aber jetzt mal wirklich, menschlich gesehen, ist das Abschaum. Also, und ich bin echt, ihr kennt mich, Digga. Selten, dass ich so eine Worte finde, aber bei dem fällt mir nichts anderes ein. Ich hab gehört, was du im Battle auf dem Beat schreibst. Du solltest dich schämen, solche Texte könnte ich freestylen. Ohne Spaß, ich hab in deine Quali reingehört und erst gedacht, die Hall of Shame wurde wieder eingeführt. So, wir haben 32 Lines im Part und in den beiden Hooks gab es noch insgesamt 6 gute Lines, die ich dazu rechnen werde. Also 38 Lines und davon gesessen haben 18 Stück. Oh Mann, die Hook-Punchlines helfen ziemlich doll, sonst wären es 12 von 32 gewesen. Die Runde wird leider von Part zu Part schlechter. Der dritte Part... Ja, ist halt, wie wir es schon oft festgestellt haben, ich kann es nur noch mal wiederholen, sie ist halt zu lang, wir wissen es mittlerweile, aber ja, war halt so, wie es war, ne? Anscheinend war die Angst da groß gegen den Sensor zu battlen. Ne? Part hat mich an einigen Stellen leider auch richtig gelangweilt. Der eintönige Beat trägt auch dazu bei, dass der dritte Part der Tiefpunkt der gesamten Runde ist. Aus Part 2 und 3 hätte man einen krassen Part machen können. Ja, und dann raus. Und wenn dann noch unbedingt was kommen muss, dann der Beat-Switch. Dann kommt endlich ein Beatwechsel. Halleluja. Und der vierte Part ist zum Glück wieder besser als der dritte. Nach der Einstiegsline hat der Kasa endlich wieder einen guten Lauf mit einigen guten Lines hintereinander. Ey, ich weiß noch, wie wir diesen Lost Place, ne? Das war ja damals immer Standard, ne? Battle-Runden immer irgendwie, ja, so ein Lost Place suchen und da drehen. Und ich weiß auch, dass da voll die Obdachlosen irgendwie gewohnt haben in diesen Gebäuden und da gechillt haben und überall lagen irgendwie, keine Ahnung, so Müll rum und Spritzen und dann bist du irgendwie in so einem dunklen Raum, weil du in so einem dunklen, dann lagen da Leute und dann musstest du da wieder raus. So. Also immer ein ganz unwohles Gefühl, Alter, dieser Locations, ja. Wurden Hooks damals eigentlich gesondert betrachtet, was Punchlines betrifft? Ja, anscheinend nicht. Also wie er es gerade beschrieben hat, ging es da wohl eher darum, dass er die Punchlines in der Hook halt einfach dazu gezählt hat, ne, und nicht gesondert. Beckmann Hook, Beckmann sowieso krass, ne? Also die ganze Reimebude damals, Killer.
Kann man nicht meckern, geile Erinnerung. Er greift nochmal das Thema Prinz auf und macht daraus nicht gerade den innovativsten Front aller Zeiten, aber nach dem schwachen dritten Part hat mich das trotzdem irgendwie wieder aufgemuntert. Jede Line, die ich bringe, ist für dich wie ein K.O.-Schlag. Du nennst dich Prinz, doch du bist nicht einmal der Hofnarr. Danach nimmt er Bezug auf die Vergewaltigungsgeschichte vom Schwamm aus dem letzten Jahr, was ziemlich gut kommt. Er ist zwar nur knapp daneben, weil Sansa stattdessen den Nazi-Kram genommen hat. Hast du aus den Lost Places gepennt, Bruder? Was ist denn mit dir los? Aber sinngemäß passt die Line trotzdem und was danach über den Schwamm und San Diego kommt, ist auch richtig gut. Du bringst du Plagiate, wenn du Angst hast zu verlieren, dann erzähl doch, dass ich jemand vergewaltigt habe. Doch glaub nicht, dass du mich mit sowas verbunden kannst, denn du bist zwar ein Lappen, aber kein guter Schwamm. Alter, du bist eine San Diego-Kopie mit gleichem Beat-Producer und dem gleichen Videoteam. Gleicher Flow, gleicher Beat, gleicher Art, gleiche Lines, gleicher Spot, gleiche Stimme, gleiche Themen, gleicher Style. Das war's. Warte mal, stopp, Alter. Du hast mit 13 in Lost Places gepennt. Bro, was war mit deinen Eltern, Digga? Sind ja nicht Eltern normalerweise zu Hause, die einem sowas verbieten. Wie kann man denn mit 13 was geht hier ab? Was ist hier passiert? War Kinder. Digga, wo bin ich denn da jetzt reingetreten, Bruder? Es tut mir mega leid, ne, wenn ich da jetzt ein sensibles Thema angesprochen habe, Alter, sorry. Ja, da ist mir mal wieder hier, ne? Da hat der Gio sich mal wieder verplappert, Alter. Aber auch von meiner Seite aus nur Liebe für dich. Ist bestimmt keine schöne Erfahrung, Alter. Ich hätte auch viel zu viel Schiss davor. Safe, ja. Also wäre gar nicht meine Welt, Digga. Was danach über Lasker kommt, fand ich dagegen wieder richtig schlecht. Wenn er jemanden nachmacht, dann allerhöchstens San Diego oder den Schwamm. So wie er es gerade eben vor 5 Sekunden selber gesagt hat. Aber nicht Lasker. Kommen wir... Naja, der Vorwurf war, dass er jemanden bitet. Und dadurch ist er wie Lasker, weil, hat er den Punch, also hat er das nicht verstanden? Ich meine, ob es jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, die Line. Aber er sagt halt, ne, ey, du bitest San Diego. Das findet Julian gut. Und jetzt sagt er, also bitest du Lasker, weil Lasker San Diego bitet. Das ist doch einfach nur der, ja, keine Ahnung. Endlich zum allerletzten Part und der ist leider sehr defensiv. Sansas Runde artet am Ende wirklich sehr ins Geschichtenerzählen aus, aber Kasa hat's mit der Verteidigung hier ein bisschen übertrieben. 4 Lines in der Mitte fand ich gut, besonders die Hurensohn-Line ist extrem geil. Du wirst bestimmt richtig hässlich in der Runde und sagst Dinge über mich, die ich selber noch nicht wusste. Du hast wochenlang nach Fehlern gesucht. Ich sag, du bist ein Hurensohn und das hat Gegnerbezug. Dann kommt wieder Standardkram und der letzte Vierer ist dann wieder gut. Nur ausgedachten Müll bringst du in deine Texte, doch das trifft mich. Ich hab eine lupenreine Weste. Denkst du, dass ich mir Sorgen mache? Ab jetzt kann man mir nur vorwerfen, dass ich in diesem Battle jemanden ermordet habe. So, endlich durch. Insgesamt sind in der Runde 92 gute... Genau, er bitet Lasker, weil er genau wie Lasker Sunny bitet. Genau, aber also ich weiß nicht, ob er die Line nicht verstanden hat, weil er hätte auch sagen können, die Line ist einfach kacke. So, ne? Aber er hat gesagt, das macht keinen Sinn, aber finde ich schon. Lines drin von 138 sind 67% Punchline-Dichte insgesamt. Das ist ziemlich gut, vor allem bei einer so langen Runde. Bei Weimar waren es 46% bei 100 Bars, also im Vergleich schon mal sehr stark. Aber kommen wir... Ja, ich war nie so ein Fan von dieser Punchline-Dichte, die so auszurechnen. Ich meine, in dem Sinne, ne, also in dem Battle kam das Kasa zugute so, ja. Aber prinzipiell finde ich das irgendwie Quatsch, weil ich meine, da könntest du genauso sagen, ey, ich bringe einen 16er mit einfach nur starken Lines und hast du 100% Punchline-Dichte und gewonnen, ja. Also ist natürlich schwer, in so einem Turnier da irgendwie objektive Bewertungen rauszuhauen und die irgendwie nachvollziehbar zu gestalten. Aber prinzipiell finde ich so Punchline-Dichte schon so ein fucking weirdes Wort, so. Ja, also ich meine, es hat Kasa nicht geschadet, so, war in Ordnung. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte Julian dafür gesorgt, dass die Runden kürzer werden. Hat er wahrscheinlich mit dieser Kategorie irgendwie versucht. Aber vielleicht hätte man sogar eine Begrenzung einbauen sollen, weil ich finde so lange Runden meistens, ja, bis von Spongy so, meistens echt nicht so geil. Ja, auch bei meiner 30-Minuten-Runde gegen Ente war viel zu lang, ja. Da waren ein paar coole Sachen drin, aber trotzdem war die viel zu lang und auch irgendwie unfair, ne, dass du im King-Finale irgendwie, ja, ne, dann so eine lange Runde kicken kannst. Aber gut, war wie es war. Finde ich auch blöd, weil man ja auch Lines aufbaut und Highlight-Lines besser zur Geltung kommen. Ja, zum Beispiel, ja. Spielt auch noch eine Rolle da. Ja, sind viele Dinge, die da irgendwie eine Rolle spielen. Wir zu Sansas Punchlines. Die ersten 4 Lines sind atmosphärische Aufbaulines und danach kommt eine coole Line gegen Gio. Gio ist zwar nicht Kasa, aber da es Brüder sind, streift ihn die Line auch irgendwie. Bruder-Dissen ist in dem Fall wohl so ähnlich wie Mutter-Dissen und deswegen nehme ich die 2 Lines mit rein und die danach nehme ich auch mit. Ich habe 50 Gaze of Gay zwar nicht geguckt, aber irgendwas mit Fesseln soll da wohl vorgekommen sein. Von ritzt seine Arme, während er im Zimmer hockt. Borderline schaut sich SpongeBob's Runde an, so
sucht immer noch nach Konterlines. Denk nicht, dass ich mit dem Schwamm unter einer Decke stecke, wenn dann nur mit deiner Mom Shades of Grey Fascination. Danach. Ja, ich glaube, dass ich einfach Jahre später einen anderen Anspruch habe. Ich merke es immer mal wieder. Ja, zum Beispiel hier, also bei Casa gab es viele Lines, die ich nicht mal annähernd mehr so gefeiert habe wie früher und die ich auch heute beim Hören nicht mehr so gefeiert habe. Aber bei Sensa ist es genauso. Also Julian, ich weiß nicht, ob es einfach an der Zeit liegt. Ich denke schon, dass 2015 einfach noch, da hat man viele Lines noch nicht gehört, zwar vieles war noch nicht so ausgelutscht und irgendwie konnte man leichter überzeugen als heute, als Jahre später, dass er auch bei Sensa Lines gut findet, die ich jetzt nicht besonders gut fand. Ja, aber es ist halt so, ne? Ach, gibt es noch eine gute Line darüber, dass Casa für Sensa ein kleiner Junge ist, was ich gefeiert habe. Ist so ein bisschen Kampf der Generation. Casa hat ihn ja als Opa bezeichnet und hier ist das genau andersrum. Sehr amüsant auf jeden Fall. Scheiß auf Hall of Fame, ich stehe jetzt unter Phänomene. Regel Frauen und massig Cash, du regelst Pubertätsprobleme. Die Line danach ist an sich keine schlechte Line und eine Übertreibung, aber zu sagen, dass Casa hässlicher ist als Gio, obwohl er viel besser aussieht, ist irgendwie auch ein richtiger Fail. Kann man natürlich als Übertreibung sehen und als Witz, aber irgendwie finde ich, das geht einfach nur... Was soll das denn jetzt heißen? Wo ist jetzt die Klarstellung, dass ich ein hübscher Schnuckel bin? Was ist das denn? Er ist nur neidisch, das ist der Neid, oder? Digga. Vorbei. Dann kommt Double Time und ich weiß nicht wieso. Double Time ist immer ein Nachteil für Punchlines. Ja. Der Einzige, der bis jetzt hingekriegt hat, mit Double Time Flows trotzdem zu punchen, ist Neo. Und auch bei Sensa geht das leider völlig daneben. Du bist hübsch, Casa ist hübscher. Na gut, lass mal so stehen. Im ausgelutschte Schließmuskelriss-Lines und inhaltlich alles extrem Standard bis übertrieben wack. Danach lässt er das zum Glück erstmal bleiben und es kommt eine richtig geile Punchline mit Janakan. Janakan ist ja seit seiner Runde ein bisschen dafür bekannt, ein kleiner Grammatikkrüppel zu sein. Und weil Casa sich da in seiner Quali auch ein bisschen vertan hat, kommt die Line extrem gut. Ich sag euch aber ehrlich, das wäre mir nie aufgefallen irgendwie. Diese Thronfolge, irgendwie klang das immer richtig für mich. Das, was ich letztes Jahr schon wollte, denn im Gegensatz zu euch bin ich der rechtmäßige Thronfolge. Bin ich denn ein rechtmäßiger Thronfolger? Ja, keine Ahnung. Irgendwie klingt, Folger klingt für mich falsch, ich weiß auch nicht. Nicht mal die deutsche Sprache, doch bist so stolz auf dein Vaterland. Der rechtmäßige Thronfolge schreibt für dich auch Janakan. Danach kommen noch zwei solide Lines und noch zwei richtig gute über Casas angeblichen Beruf als Altenpfleger, die ich extrem gefeiert habe. Du bringst nur Zweck, Reime, unter denen deine Strophen leiden. Jedem hier, der meint, dass du gewinnst, muss ich den Vogel zeigen. Du bist Altenpfleger, ich müsst nicht mal Casa dissen, denn irgendwann muss er mir sowieso mein Arsch erwischen. Jetzt kommt das Highlight der Runde. Er baut sie extrem lange auf, insgesamt sind es 8 Zeilen, die er hier bringt und ich dachte im ersten Moment, was zum Teufel redet er da? Er leitet das Ganze als Voraus. Rauskonter ein. Achso, die richtige Thronfolge, ja, okay. Was komplett ins Leere geht, weil Casa nichts dergleichen erwähnt. Ja. Aber was er da am Ende aus dieser Geschichte macht, ist ein richtig krasser Punch. Erzähl euch die Story über mich, bevor sie Casa bringt. Mein Sohn hätte keinen Bock auf mich, weshalb ich kein Vater bin. Meine Ex war schwanger, ich hab jeden Tag im Bauch gestreichelt. Hab auf Rap geschissen, machte Cash, ich musste aus der Scheiße. Doch das Ende der Geschichte, das Kind wurde nie ausgetragen. Sein Name. Ich kann mir vorstellen, dass er sich voll geärgert hat, weil er war anscheinend voll überzeugt davon, dass diese Geschichte kommt. Aber wir wussten es einfach nicht. Wir haben zu schlecht recherchiert, Alter, wahrscheinlich. Das Kinderherz hörte einfach auf zu schlagen. Was mir passiert ist, das ist traurig. Aber glaubt ihr mir, Casas Dad hört diesen Song und wünscht, dass wäre ihm auch passiert. Das sind 8 Lines und 2 davon punchen. Aber durch den heftigen Aufbau sind es letzten Endes eigentlich 8 krasse Lines und ich werte die alle mit, weil das Ding extrem geil gesessen hat. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein anderes Gefühl zu. Dadurch, dass sie halt nicht kam. Ich meine, klar ist es ganz geil, diese Geschichte zu bringen, dann zu sagen, ne, dein Vater hätte sich das auch gewünscht. Aber daraus jetzt 8 Lines zu machen oder 8 Punkte-Line so mäßig, weiß ich nicht. Danach wird es leider sehr schwach und vor allem zweckreimig. Er macht einen sinnlosen One-Time-Punch des Todes, indem er Frank Sinatra als Nebenrolle bezeichnet, nur damit es sich auf Alan Harper reimt. Das mit Casablanca danach ist auch eher mittelmäßig. Danach gibt's eine gute Reimkette mit einer Line darüber, dass Casa Schiss hat zu verlieren und deswegen AskFM deaktiviert. Das habe ich jetzt nicht überprüft, aber wer eine 8-Minuten-Runde macht, der hat vielleicht nicht unbedingt Angst, aber auf jeden Fall Respekt. Und das auch zu Recht. Die Lion-Line danach fand ich aber noch besser. Kann man sagen, ja. Ich mag das irgendwie nicht, wenn Rapper sich in diese möchtegern-harte Stimme so reinlehnen. Meinst du jetzt hier Sensa, den wir da gerade hören? Ja, ich fühle auf jeden Fall, was du meinst. Das klingt halt sehr so wie, ne, ich bin der ganz, ganz tolle. So. Zapp ne Schafe, wenn ich schieß, kann dich kein Arzt reanimieren. Du hast nur Angst, dir zu verlieren, musst sogar Ask deaktivieren. Doch dich kann keiner retten, mich zu battlen, gleich nem Sprung ins Seifischbecken. Such dir einen auf deinem Level, geh wie Gio Lion battlen. Die nächste Line ist an sich nicht schlecht, aber etwas zu sehr von SpongeBoss gebeitet. Faith-Teilnehmer, JBB ever. Boah, es ist sehr schwer zu sagen, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich für mich jetzt
Sanjay, also SpongeBoss und Entertainment, würde ich jetzt wahrscheinlich. So, aber es gab viele geile. Ich mochte AT auch sehr gerne. Schwer, ja. Also mich selbst nenne ich natürlich nicht, weil ich bin bescheiden. Deine Kinder werden es nie gut haben, denn was soll man von dir erben außer Rufschatz? Wir klatschen doch für dich nie Zugaben geben, denn als Gärtner musst du dank Gio mit Rufschaden leben. Danach kommt eine gute Line über das Geschwisterleben, wo es ja nicht unüblich ist, wenn man alte Klamotten von den großen Geschwistern bekommt. Du wirst in seine Fußstapfen treten, doch es endet wie in Jugendjahren, denn du darfst allerhöchstens seine alten Schuhe tragen. Danach kommt eine Line, die ich die ersten Mal überhaupt nicht gepeilt habe. Sie ist an sich gut, aber leider überhaupt nicht gut aufgebaut. Die Mutter von Kasa und Gio hat von irgendeinem Penner mal eine Flasche an den Kopf geworfen bekommen. Das hat man vor ein paar Monaten so nebenbei mitbekommen. Wahrscheinlich auch nicht viele von euch. Ich wusste, dass es passiert ist, aber von Edeka wusste ich gar nichts, wie es in der Line erwähnt wird. Und die Line an sich habe ich halt auch erst beim 5. oder 10. Mal überhaupt erst gepeilt. Krass, okay. Ich fand hier, es war okay, war offensichtlich vielleicht, weil es das erste Mal war, dass das zur Sprache kam. Aber ich fand die eigentlich sehr easy zu verstehen. Mit 2 Aufbaulines, in der die Situation etwas besser erklärt wird, vor allem für die, die es gar nicht oder wie ich nur am Rande mitgekriegt haben, und dann erst die Flaschenline, und es wäre voll das Highlight gewesen. Aber so wie es jetzt in der Runde gekommen ist, hat es nicht annähernd so reingehauen, wie es möglich gewesen wäre. Ich werte sie trotzdem als gute Line, aber ich finde, hier wurde richtig viel Potenzial verschenkt. Sag mal, Edeka, nicht alles auf dem Parkplatz geschieht. Da hat Sonja die 3. Flasche nach Casa gekriegt. Die Line danach bezieht sich auf Sensas Quali, wo er so tut, als würde er Mika verbrennen, und das kommt ziemlich gut. Das ist Sensa, euer aller Untergang, Sensa. Jetzt wird der zweite Hund verbrannt. Da feiere ich die Delivery übelst, Mann. Jetzt wird der zweite Hund verbrannt. Mit seinem Stimmeinsatz präsentiert. Die Line mit dem Löwen danach fand ich wack, und danach kommt eine Sergei-Line, wie Kasa sie auch gebracht hat. Wer Sergei heißt, dem wurde der Sergei-Spruch bestimmt im Laufe des Lebens tausende Male erzählt. Und er bringt ihn hier dann einfach selber, weil ihm klar war, dass das sowieso kommt. Ziemlich gut und selbstironisch. Ich lass den kleinen Pisser halt aussehen im Rap-Game. Doch wenn ich Kasa ficke, bin ich dann Sergei. Dann kommen wieder 6 schwache Lines, was hauptsächlich wieder am völlig unnötigen Double-Time liegt. Und dann kommt ein Double-Time-Part, den ich sogar inhaltlich nicht scheiße fand. Okay. Es geht wieder um das Geschwisterdasein. Du musstest Giovannis Sachen tragen in sein Badewasser baden. Vom Preis gekauft er sich ein Bike, und du darfst jetzt endlich auch sein altes Fahrrad haben. Dann geht es weiter mit schwachem Double-Time. Finde ich halt nicht so böse irgendwie. Und irgendeiner Jennifer K., die aus dem Nichts kommt. Irgendwelchem Emo-Kram, Facebook-Postings und so weiter. Viel zu viele Informationen für ein Double-Time und keine klaren Punchlines. Mhm. Voll versemmelt das Ganze. Viele Zweckreime, One-Time-Punches und lyrisch extrem schwach. Insgesamt 10 schwache Lines. Dann kommt Sensa mit der alten Nazi-Geschichte gegen Gio und überträgt das auf Kasa, weil er sein Bruder ist. Im Double-Time dachte ich schon, oh Mann, hör bitte auf mit dem Quatsch und diss ihn wieder richtig. Und dann sowas. An der Stelle hat er mich komplett verloren. Ja, okay, dann war das damals schon so, wie ich es auch heute immer noch in Erinnerung habe oder empfinde, dass das halt einfach, ja, irgendwie zu ausgelutscht war. Jeder weiß, okay, es stimmt nicht. Ich meine, klar, man bringt oft Lines gegen Gegner, bei denen man weiß, ey, da ist nichts Wahres dran, aber zumindest gibt es oft so Situationen, es könnte wahr sein, so, ne? Es ist unwahrscheinlich, aber wer weiß so? Da war es halt so offensichtlich und einfach, ja, ne, geht dadurch halt voll ins Leere. Die so. Eine Line mit dem Rechtsstreit fand ich zumindest noch sehr witzig. Jetzt hat dein Leben einen Sinn, NPD und Rap-Zeilen. Wenn du dich mit Gio zoffst, ist das dann ein Rechtsstreit? Dann wird das irgendwie sehr ernst, und es kommt mir so vor, als würde er wirklich versuchen, uns davon zu überzeugen, dass Kasa ein Nazi ist. Aber da wir mittlerweile alle wissen, dass die Nazi-Scheiße gegen Gio... Ja, ich meine, selbst er hätte ja auch diese Nazi-Lines noch kicken können, auf eine lustige, kreative Art und Weise, wie eben diese Rechtsstreitline, ne? Aber das so auf Serious jetzt, so, dass der Punch quasi einfach nur ist, du bist wirklich ein Nazi, das ist dann halt eher unangenehm, weil jeder weiß, okay, das ist Quatsch, ne? Wie totaler Quatsch war, geht dieser ganze Teil komplett an mir vorbei. Ich konnte dem Ganzen gar nichts abgewinnen und habe mich eher gefragt, was soll das? Die Rechtsstreitline war, wie gesagt, noch witzig, aber das andere ist einfach viel zu unauthentisch, hat mich auch nicht entertained, und treffen tut es sowieso nicht. Hm. Alle Lines, die auf der Nazi-Geschichte aufbauen, gehen meiner Meinung nach komplett ins Leere. Generell ist diese Nazi-Karte echt extrem ausgelutscht gegen einen Gärtner. Man kann sich da nur... Gegen einen Gärtner, ach, das wurde ja auch noch voll Thema, ne? Vor allem von Ente. Gärtner-DNA und so.
Da war so richtig schon, dass man Gartner heißt, war schon alleine was Böses, Digga. Digga, wie das alles eskaliert ist in dem Jahr. Noch lustig drüber machen und es ins Lächerliche ziehen, so wie mit der Rechtsstreitlein. Aber mehr gibt das Thema nach 2 Jahren einfach nicht mehr her. Und da dann jetzt theatralisch mit Klavier den Pseudo-Real Talk auf so einer Sache aufzubauen, ist ein Flop und kein Highlight, finde ich. Das zieht die Runde am Ende echt runter. Hätte er das ohne die Theatralik und mit mehr Ironie gebracht, dann wäre es vielleicht durchgegangen, aber so ist das echt Real Talk auf Krampf und geht voll daneben. Wenn der Nazi-Kram vorbei ist, gibt es aber zumindest noch eine gute Endline, die ich gefeiert habe. Sag danke, Sensor, ich erfüll dir deinen Jugendtraum, denn wenn du am Galgen hängst, schauen alle zu dir auf. Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, wir haben beide Runden gehört. Ich habe jetzt beide auch nochmal in der Analyse, ne, nicht komplett, aber immer mal wieder gehört. Und sind wir ehrlich, waren beide nicht so sonderlich stark. Also ich fand Casas Runde so aus Battle-Sicht besser, aber ich fand beide Runden nicht sonderlich stark. Also eher ein schwächeres Battle. Ich merke es daran, dass ich schon in der Analyse merke, wie ich keinen Bock mehr habe, so auf diese, die Lines, die Highlights überhaupt zu hören. Bei Rolex zum Beispiel war das eine ganz andere Sache. So da, wenn Rolex irgendwie als seine Runde kam gegen Weimar und dann in der Analyse nochmal die Highlight-Lines, so, das hat mich zum Lachen gebracht, das hat mich unterhalten. Aber beide irgendwie, haben beide nicht sonderlich gut abgeliefert. So. Also vielleicht war es damals noch ein anderer Eindruck, ja, zumindest bei Casas Runde, weil die kam ja gut an und anscheinend hat Julian da auch viele Lines gefeiert. Aber ich muss jetzt sagen, Jahre später eher ein anstrengendes Battle, also kein schönes. Macht nicht sonderlich Spaß so. So, das war's. Insgesamt war die Runde die ersten 3 Minuten lang richtig Bombe. Aber dieses Double-Time-Nazi-Finale hat komplett reingeschissen. Mal gucken, was die Punchline-Dichte dazu sagt. Sensor hat 88 Bars gekickt und gesessen davon haben 36. Macht eine Punchline-Dichte von 41%. Man muss noch dazu sagen, dass ich die eine 8-Zeilen-Punchline als 8 Zeilen gewertet habe, obwohl davon nur 2 gepuncht haben und das Double-Time-Nazi-Ende waren eigentlich Minus-Punchlines. Also Casa liegt in Sachen Punchline-Dichte weit vor Sensor und das obwohl seine Runde 50 Zeilen mehr hat. 2-1 für Casa bei Punchlines. Extrapunkt. Casas Runde fängt extrem stark an und schwächelt dann von Part zu Part immer mehr. Außerdem ist das Ganze etwas zu eintönig und lang, aber dafür sind echt viele Punchlines vorhanden und die Punchline-Dichte ist die beste bis jetzt. Sensor hat mit einer Mischung aus Punchlines, Musikalität, Video, krasser Atmosphäre und Abwechslungsreich. Das Gesamtpaket war bei Sensor auf jeden Fall nice. Ja, wenn man jetzt die Punchlines nicht betrachtet, wenn man sich einfach denkt, oh, geiles Video, atmosphärisch, geiler Beat, geile Mische, ne, coole Stimme und geile Flows. So dieses Gesamtpaket war bei Sensor nice. Gleichen Flows, trotz weniger Punchlines und katastrophalem Ende, einen sehr ausgeglichenen Gesamteindruck bei mir hinterlassen. Beide kriegen einen Extrapunkt. Das User-Voting hat Casa gewonnen, aber auch Sensor ist ziemlich gut dabei weggekommen. Macht 4-3 für Casa und er steht im Viertelfinale. Man muss aber dazu sagen, dass hier wieder jemand rausfliegt, der ein anderes Battle locker gewonnen hätte. Zumindest die ersten 3 Minuten. Morgen kommt Benson gegen Jay Jiggy. Ich will nochmal Jay Jigger oder Jigger Jay sagen, weil er mich total krass daran erinnert. Und wenn ich bis 18 Uhr warten will, kann sich die Runden schon um 14 Uhr bei Daily Motion geben. Link in der Beschreibung. Ach ja, mir ist aufgefallen, dass es seit neuestem neben den Battles noch Facebook-Beef von den Leuten gibt. Das ist natürlich eine geile Sache, wenn man sich vor dem Battle noch gegenseitig ein bisschen aufschaukelt. Hinter dem Battle gibt man sich natürlich trotzdem die Hand und alles ist vergessen, aber so ein bisschen rumprovozieren vorher finde ich richtig gut. Wer nächste Woche battelt, das seht ihr auf Julians Blog TV. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, beide Runden im Nachhinein eher geht so. Ich finde nach wie vor, dass Casa weitergekommen ist, legitim. Ich finde da den Aufschrei jetzt zu sagen, so, boah, das hätte Sensor unbedingt gewinnen müssen, eindeutig sehe ich jetzt nicht so. Bin jetzt aber auch nicht voll weggeflasht von Casas Runde. Ich glaube, so kann ich es am besten zusammenfassen. Und bin auch ganz froh, dass das Battle jetzt rum ist, weil ich es eher anstrengend fand. Ich weiß, wie es euch geht. Vielleicht liegt es aber auch daran, ich muss jetzt sagen, ich bin schon wieder fast 4,5 Stunden live. Es ist um 2 Uhr morgens. Mag vielleicht auch sein, dass da die Konzentration nachlässt und man dann nicht mehr so aufnahmefähig ist. Ne? Das kann natürlich auch eine Rolle spielen, aber so ist zumindest gerade mein Gefühl dazu.